ist das hier schon, gell? Auch wenn es alles klein ist, aber ich finde, das ist halt überhaupt kein Neubau-Flair. Hallo und willkommen zu diesem neuen Video auf Aquadicted, unserem und eurem Aquaristik-Kanal. Und wir drehen heute in Erfurt, aber nicht in den Läden. Ihr seht es schon, das ist eine ungewohnte Umgebung, denn wir richten heute ein Aquarium ein. Ihr wisst ja, wir machen normalerweise keine Privatprojekte. Was es aber damit auf sich hat, erfahrt und seht ihr jetzt. Wir stehen hier in einer Privatwohnung und zwar in Erfurt und in dieser Wohnung wohnst du mit deiner Freundin. Jetzt stell dich mal vor, du bist der? Ich bin Daniel. Genau, und ich kenne dich auch schon eine ganze Weile, denn du bist der ehemalige Mitbewohner vom André, der hinter der Kamera steht. Auch das stimmt. Man hört mich jetzt nicht, ich habe kein Mikro. Ja, also ihr habt mal zusammen in einer WG gewohnt und da hattest du auch ein großes Meerwasser-Aquarium. Und als du damit eingezogen bist, gab es aber dieses Becken nicht mehr. Und jetzt hast du dich aber entschieden, du möchtest gern in diese Wohnung oder ihr möchtet gern in diese Wohnung ein Aquarium stellen. Und da hast du dich für diese Größe entschieden, ne? Ja. Das ist Format Lido 200 von Juwel, ist aber kein Lido. Also das hat die Maße 70 mal 50 und ich habe es gerade schon wieder vergessen. 50, 60, 55? 50 tief, 70 breit, 60 hoch. 60 hoch, genau. Und es ist ein offenes Becken. Die Beleuchtung, die hier drüber ist, kennt ihr nämlich auch von unserem freistehenden Aquascape in Gotha. JBL Solar Natur, zweimal und eine Solar Effekt. Und der Schrank, den hast du selbst gebaut. Genau. Der sieht ja mega stylisch aus. Also interessant. Der sah nicht immer so aus. Wir haben ein paar Mal umgebaut, zumindest in den Türen. Ja. Ne? Also und farblich hat das meine Freundin auch schon fünfmal umgestrichen. Passt zur Wand hinten, ne? Zur Schieferfarbe. Und mit diesem Jutestoff, das ist echt interessant. Das ist der sogenannte Boho-Style. Okay. Und der hält auf jeden Fall das Gewicht, weil du weißt es ja, das Becken war ja schon mal eingerichtet. Ja, das ist ja kein Pressspan, das ist ja Vollholz. Vollholz, also das kann sich Juwel mal eine Scheibe von abschneiden hier, ne? Jetzt wird das Design bestimmt. Ja, genau, jetzt wird dieses Design bestimmt mega Hype und alle wollen solche Schränke haben. Genau. Lass es dir nur patentieren. Gut, wir haben einen Biomaster 350 hast du bestellt. Genau. Thermofilter. Und heute kommt noch in den Einsatz eine neue CO2-Anlage von JBL. Das seht ihr gleich. Das war jetzt anderthalb Jahre Meerwasser und jetzt hast du keinen Bock mehr auf Meerwasser, ne? Ja, keinen Bock mehr. Es lief dann schlecht mit den ganzen Hang-on-Sachen und ohne Filterbecken. Wird's nichts? Genau. Für mich schwierig zu handeln. Okay, und da muss man auch ehrlich zu sich selbst sein, wenn halt eine Sache, auch was die Umstände angeht, nicht realistisch ist, also hier Filterbecken hat nicht gepasst, dann ist es besser, man ändert seinen Kurs und macht irgendwas, was funktioniert. Und jetzt haben wir uns entschieden hier, oder du hast dich entschieden, du wolltest gerne ein Süßwasserbecken reinhaben. Genau. So Style Aquascape. Und das machen wir heute und es wird ziemlich spektakulär aussehen. Wie es genau wird, werden wir jetzt sehen. Und das wird sich jetzt im Verlauf des Videos zeigen, wie wir es dann einrichten. Wir haben eine grobe Vorstellung und ich denke, das wird ganz schick. Und passt dann sicherlich auch gut zu dieser Wohnung, denn die ist insgesamt echt interessant. Das werdet ihr dann auch nochmal sehen. Das passt ganz gut zum Gesamtkonzept. Und ich würde sagen, jetzt legen wir mal los, oder? Auf jeden Fall. Auf geht's. Als Hauptdekoration haben wir uns überlegt, das soll spektakulär aussehen, nehmen wir einfach mal einen mega fetten großen Woodstump, den ich bei mir im Laden jetzt auch schon seit einiger Zeit eingeweicht habe. Also der ist ready to go. Anfang Sommer, glaube ich, war das. Na, so lange haben wir das beschlossen, aber ganz so lange schwimmt er noch nicht. Sechs Wochen. Ja, ich habe ihn etwas später eingeweicht, aber er ist trotzdem okay, den können wir nehmen. Und ist es noch ein alter Woodstump? Ein dunkler. Wenn du sie nämlich jetzt bestellst, sind sie gestrahlt und dann sind sie sehr hell. Oder ob es ein anderes Holz ist, ist die Frage. Das war die Zwischenlieferung, weil die jetzt wiederum kamen, die waren schon wieder dunkel. Ja. Also so ganz genau kann ich das jetzt auch nicht sagen. Auf jeden Fall, ich habe gestern meinen Kollegen nochmal auf Arbeit zitiert, der mir doch mal bitte nochmal die Wurzel zurecht. Der ist wirklich nochmal gekommen. Der sollte mir die Wurzel nochmal vorbereiten. Ich hatte echt keine Zeit und wir wollten ja heute früh loslegen, denn die hat nicht 100% gepasst. Und ja, vielen Dank nochmal an den Fabi an dieser Stelle. Der hat sich dann nochmal mit dem dicken Ast Schneider an diese Wurzel gemacht. Was ist denn das Besondere heute?
das Besondere heute hier ist eigentlich alles besonders. Also die Bude ist besonders. Ja. Instagram-Account von der Susi, die das hier alles dekoriert hat, also dekoriert, gebaut hat es der Daniel, ist unten in der Videobeschreibung und ich blende es auch nochmal ein. Nein, aber heute ist Sonntag. Vormittag. Ja, ja. Ja. Das ist ja auch was Besonderes für dich. Das ist absolut was Besonderes, weil wo bin ich denn normalerweise sonst immer Sonntagvormittag? Ich mache mein PVC am Hollandbecken und das schon seitdem dieses Ding steht. Und das ist jetzt das erste Mal seit August 2019, dass ich Sonntagvormittag nicht den PVC mache, aber ich habe ihn gestern Abend schon gemacht. Okay, vorgearbeitet quasi. Ich musste vorarbeiten, sonst bin ich ja hier komplett aus meinem Zeitplan raus. Aber gut, wir werden das ja heute nicht bis nachts um 12 in die Länge ziehen. Also selbst wenn ich das gestern nicht gemacht hätte, wäre es noch machbar. Jetzt geht es aber um dieses Becken. Und ich habe gerade schon gesagt, diesen dicken Wutzdamm, den haben wir schon vorbereitet. Der passt perfekt. Wir haben gerade schon probiert. Dann habe ich noch ein paar Steinchen mitgebracht. Den haben wir auch schon mal verbaut, das Holz. Wir haben schon mal ein Video gemacht. Ja, bei dir? Ja, genau. Dann habe ich noch ein bisschen Lava mitgebracht. Warst du auf Fuerteventura? Ja, gestern Abend noch. Okay, oder gut. Gestern Nachmittag vielmehr. Ja. Dann haben wir Kies gewählt, und zwar 2 bis 4 mm den rötlichen. Jetzt schwarze Premium-Lava, ja? Kein Galapagos? Das ist schwarze Premium-Lava. Okay, ja, genau. Galapagos-Stein ist auch Lava, aber anders. Das ist auch nicht unbedingt sichtbar. Zumindest war das jetzt nicht mein Plan, denn die sollten eher diese Wurzel supporten, also dass die vernünftig steht. 2 bis 4er Kies in rötlich, der gute Rosis, den hatten wir auch schon häufiger. Haben wir die Rosi eigentlich schon mal kennengelernt? Die Rosi haben wir noch nicht kennengelernt. Hatten wir letztens einen Kommentar, gell? Ob wir da nicht mal dahin hinfahren könnten, wo der Kies produziert wird. Irgendwo in Niedersachsen war das, glaube ich. Ja. Ja, vielleicht irgendwann, also Rosis, wenn ihr das jetzt hier seht. Und können wir auch hier in Erfurt an die Kiesgruppe fahren. Das ist ja, da ist ja kalkhaltiger Kies, okay, den wollen wir ja nicht. Das ist ja der gute Quarzkies. Der ist schon netterweise vom lieben Daniel gewaschen worden, denn ansonsten hätten wir jetzt hier vielleicht noch eine halbe Stunde mehr investieren müssen. Hätten wir es nicht gemacht. Oder so. Das war die Voraussetzung. Die Vorbereitung sollte passen. Ja. Und wir werden jetzt dieses Teil da gleich reinbauen. Wir werden den Kies einfüllen und wir haben uns überlegt, der Wutzdamm steht ja ziemlich zentral. Wir wollten für die Bodendecker, die da noch rein sollen, trotzdem einen Bodengrunddünger einbringen. Der macht aber natürlich in der Mitte keinen Sinn, deswegen machen wir das kreisförmig. Sollte das nicht reichen, also Flora-Depot oder Flore-Depot von Serra, hast du dich dann dazu entschieden, den hast du jetzt auch mitgebracht, ne? Ja, war gestern im Laden und ich war auch kurz da. Ja, du hast auch Pflanzen mitgebracht, da kommen wir dann dazu. Ich auch, weil wir noch nicht ganz sicher waren, was wir jetzt hier reinbauen. Und dieser Bodengrund kommt hier rundherum. Und sollte das auf Dauer nicht passen, kann man immer noch mit Tropica oder Masterline-Kapseln nochmal nachhelfen. Aber es wird ein dankbarer Bodendecker. Das wird passen, das wird funktionieren. Gut. Und das machen wir jetzt. Jetzt kommt der Bodengrund rein und der Kies und die Wurzel. Und dann seht ihr schon mal, wie das Hardscape aussieht. Und ich denke, das ist schon mal recht vielversprechend. Ja, es sind wieder katastrophale Lichtverhältnisse. Aber das Becken sieht gut aus. Das Becken sieht gut aus und über dem Becken sind die Lichtverhältnisse, würde ich sagen, für das, was wir vorhaben, gut. Ich denke, ich habe das jetzt im Vorfeld schon mal ganz gut vorausgesagt. Also es sieht gut aus, oder? Was meinst du? Also proportional zum Becken passt das ganz gut. Also wir haben die Wurzel ja, wie gesagt, vor 6 Monaten rausgesucht. Ja. Und du warst ja auch noch ein bisschen skeptisch durch die letzten Tage, als du die Zollstöcke hingelegt hast und hast dir nochmal die Wurzel da im Verhältnis angeschaut. Es war auch mehr dran. Also wir haben es ja jetzt gestern, oder mein Kollege hat es ja jetzt gestern nochmal gekürzt. Ja. Die Ästheten unter unseren Zuschauern werden jetzt schon mit den Füßen schauen und sagen, das geht überhaupt nicht, diese geraden Schnittkanten hier. Mhm. Seid beruhigt, das decken wir dann ab mit Pflanzen. Okay. Also ich denke, so ist es eigentlich ganz cool und das passt auch so. Ich würde jetzt vielleicht noch so 1, 2, 3 Lavasteine mit einbauen. Da möchte ich mir jetzt noch nicht festlegen. Hinten liegt einer drunter, dass die Wurzel eben gerade steht. Die steht jetzt auch auf dem Kies. Also man hätte sie auch unten platzieren können. Aber ich wollte eigentlich nicht, dass diese schönen Details hier alle verschwinden. Deswegen steht sie auf dem Boden. Das kann immer noch mal ein bisschen sein, dass sie sich so bewegt oder setzt. Aber das ist ja hier alles kein Problem. Hier ist nichts verklebt oder verschraubt. Das kann man dann im Nachhinein auch noch mal bewegen.
ich denke, das passt jetzt ganz gut. Ich würde jetzt dann direkt zum nächsten Schritt übergehen und die Wurzel bebinden. Also ich habe zwei Sorten Moos dabei, ich habe ein bisschen Sasswassertang dabei, wir haben, du hast glaube ich Trident dabei, dann haben wir Anubias, ja, also einiges an Pflanzen. Und im Hintergrund habe ich mir überlegt... dabei, die du noch nicht benutzt hast. Werde ich gleich sehen. Und dann im Hintergrund hast du noch eine Stängelpflanze mitgebracht. Also ich weiß es jetzt nicht ganz genau. Ich hatte auch noch Vallisneria dabei. Wir machen das sehr intuitiv. Das soll aber einen luftigen Charakter behalten. Also wenn jetzt der Tridentfarn in die Breite wächst oben, also es ist dann auch weniger Licht und weniger Platz da am Ende, als es jetzt aussieht. Aber es soll ja auch ein langfristig schönes Aquarium sein und es soll ja auch noch gut pflegbar sein. Also ein aquadiktes Setup. Ein aquadiktes Setup, genau. Und das ist, denke ich, auch so, wie wir es jetzt geplant haben, möglich. Mehr kann ich jetzt noch nicht sagen. Das wird sich jetzt gleich im Zuge des Bebindens ergeben. Ich kann nicht genau sagen, wo was wo jetzt hinkommt. Ich habe zwar eine grobe Idee, aber das lasse ich dann einfach intuitiv fließen und dann ist das Teil meistens am Ende trotzdem schön. Und dann kommen die wieder rein. Also ich nehme sie jetzt raus zum Bebinden. Dann, wenn die Wurzel bebunden ist, füllen wir Wasser ein. Denn ihr wisst es, wir pflanzen immer mit Wasser im Becken. Dann nehmen wir die Technik in Betrieb und eigentlich ist das Becken dann durch. Und wir auch. Wir sowieso, wir waren vorher schon durch. Gut. Also, weiter geht's. Auf geht's. So, die Wurzel ist bebunden. Wir haben uns jetzt auf das, was hier drauf ist, geeinigt. Und also ich bin zufrieden. Ich denke, alle anderen sind es auch. Jetzt schauen wir uns das mal gemeinsam an. Und zwar haben wir uns entschieden für Anubias. Das ist Nana, also zweimal, einmal hier und einmal da. Dann hast du mitgebracht die Anubias Coin Leaf, weil die so runde Blätter hat. Die sitzen alle bewusst unten, weil Anubien... wisst ihr ja, erfahrungsgemäß weniger grüne Punktalgen bekommen, je schattiger sie stehen. Und die sind halt jetzt am weitesten weg vom Licht. Plus, dass dann irgendwann nochmal der Javafan, der Trident, den wir hier verbaut haben, der wirft nochmal Schatten. Und den habe ich gebunden auf drei Äste. Einmal hier und dann zweimal hier nebeneinander. Das wird, denke ich, ganz gut aussehen am Ende. Also der wird ja wirklich voll, dauert aber einige Zeit. Außerdem sind hier noch zwei Arten Moos drauf. Das ist einmal hier und da das Weeping Moos. Da ist es auch nochmal, also an drei Stellen Weeping Moos. Und dann kommt noch Pilo Moos. Das habe ich einmal hier drauf gesetzt, einmal da unten drauf gesetzt. Dann hier so ein ganz, ganz kleines Detail. Da ist es noch, da ist es noch, da ist es noch. Und hier hinten auf der Rückseite ist es auch noch in einer relativ großen Fläche. Das sieht man ja gar nicht dann, oder? Das sieht man dann schon, aber ich habe das vor allen Dingen deswegen überlegt oder mir überlegt, weil... so mehr Tiefenwirkung entsteht. Denn wenn dann hinten nochmal eine ganz kleine filigrane Pflanze kommt, wirkt es einfach weiter weg und das bringt mehr Dreidimensionalität rein. Benutzt haben wir natürlich die stylischen Masterline-Scheren und Pinzetten. Ich muss mal über das Kabel hier kommen, die Lampe. Dann kann ich auch deine stylischen Damit Tools. Arbeitet es gleich viel, viel schöner und das Endergebnis wird automatisch besser, weil das Werkzeug schon geiler ist. Ja, die sind schon cool aus, das ne? Ist, die Rainbows. Ja. Der Auspuff. Genau, der durchgeglühte Auspuff. So, jetzt werden wir diesen Kollegen hier rein manövrieren ins Becken, mit dem Wassereinfüllen anfangen und dann kommt die restliche Bepflanzung und zum Schluss die Technik. Und dann ist eigentlich der schlimmste Part jetzt durch, weil das war eigentlich das Aufwendigste an dem ganzen Becken. Die restliche Bepflanzung, denke ich, wird ganz übersichtlich. Wir müssen jetzt den Finger ziehen. Wir müssen heute noch ein Video bringen. Ja. Wir hatten nämlich einen Fehlupload heute Morgen. Ich bin raus. Okay. Ich mache jetzt erstmal meine Arbeit fertig und du bringst das Video.
Ja, es wäre kein richtiges Aquadicted-Video, wenn denn alles glatt gegangen wäre. Ich habe mich irgendwie entweder vermessen oder eigentlich habe ich mich, glaube ich, nicht vermessen. Ich habe eher die Stelle mit dem Moos im Nachhinein erst bebunden und gar nicht mehr bedacht, dass es rausguckt. Aber wir machen jetzt aus der Not eine Tugend und setzen was um, was ich sowieso im Vorfeld schon vorhatte. Und wir hatten uns dann aber erstmal dagegen entschieden. Denn, wie ihr jetzt hier seht, ist die Stelle mit dem Weeping-Moos teilweise über Wasser. Und der Wasserstand wird ja ungefähr bis hier hingehen. Und das würde jetzt austrocknen. Wir haben uns jetzt Folgendes überlegt. Das wird jetzt erstmal abgedeckt mit Folie oder mit Zeltstoff. Und im Nachhinein kommt dann noch eine ganz kleine Pumpe hier in dieses Becken, die durch dünne Wasserschläuche oder durch dünne Luftschläuche, je nachdem, was wir da nehmen, Wasser permanent hier drüber laufen lässt. Also man sieht den Schlauch nicht, aber das Wasser läuft hier drüber und das ganze Moos saugt sich voll und wird somit ohne Probleme weiter wachsen, denn das entspricht ja der Spritzwasserzone in der Natur, wo Moos ja auch nicht direkt unter Wasser steht, sondern über Wasser wächst. Und dadurch wird das dann auf jeden Fall funktionieren und auch weiter wachsen. Und gegebenenfalls kommt dann hier drüben auch noch eine Leitung dran. Werden wir heute nicht mehr machen, war jetzt auch nicht vorgesehen, hatten wir auch nichts dabei. Aber ja, jetzt machen wir das so und ich finde sowieso interessanter, wenn die Äste nicht so statisch rausgucken, weil unten ist ja alles grün und oben werden sie dann braun und nichts mehr drauf. Das kann man, denke ich, ganz gut umsetzen. Und ja, Planted Mountain gibt es ja schon eine Weile, einige Videos, da funktioniert das ja auch so. Und jetzt machen wir es halt mal mit Wurzeln im Wasser. Ich denke, das wird ganz hübsch werden. Ansonsten entspricht das Teil in der Größe und in der Anordnung, wie jetzt alles drauf sitzt, schon meinen Vorstellungen. Also so wie ich es mir jetzt überlegt habe, sieht es dann am Ende auch aus. Ihr seht schon, das ist sehr, sehr dominant, die große Wurzel. Und was jetzt noch reinkommt, sind die anderen Pflanzen. Da werden wir auf jeden Fall ein paar Kryptokurien reinsetzen. Im Hintergrund habe ich Wallisneria nana. Und hier vorne wird dann überall Marsilea einziehen, denn Marsilea bildet einen richtig schönen, langsam wachsenden Rasen, der nicht so dicht wird. Denn wir wollen es ja pflegeleicht halten. Das ist perfekt für dieses Setup. Und ich bin auch erstaunt, wie hell das Ganze jetzt am Ende noch ist. Also ich bin nicht davon ausgegangen, dass wir noch so viel Licht am Boden ankriegen oder dass wir noch so viel Licht abbekommen am Boden. Genau, das ist echt gut. Also es wird auf jeden Fall wachsen. Da mache ich mir keine Sorgen. Und jetzt kommen die anderen Pflanzen rein. Also wir haben es jetzt knapp zur Hälfte voll, das Becken. Ich muss jetzt immer noch mal die Pflanzen sprühen, dass die nicht austrocknen. Wir setzen jetzt die anderen Pflanzen rein und fluten das Aquarium und dann ist es fertig. Es ist vollbracht, das Becken steht, es ist jetzt auch voll, die Technik ist noch nicht angeschlossen, das machen wir als nächstes. Und es ist wirklich so gekommen, wie ich mir das so überlegt habe. Ein paar Änderungen an den Pflanzen haben wir gehabt, weil es nicht alles gab oder wir nicht alles da hatten, was wir eigentlich reinmachen wollten. Aber im Großen und Ganzen finde ich eigentlich die Auswahl jetzt soweit ganz gut. Im Vordergrund steht Marsilea hirsuta. Bewusst nicht Grenata, weil das ist ein hohes Becken. Also der Marsilea kann dann auch nach einer Weile, wenn er älter und dichter wird, ihr könnt euch das Porträt dazu ja gerne nochmal anschauen, dann wird er unter Umständen auch etwas höher, aber sehr ungleichmäßig. Es gibt immer kleine und mittlere und große Blätter, also es hat dann diesen Waldflair. Dahinter haben wir einmal Cryptocurrina nevili oder vilisi. Dann haben wir da hinten Cryptocurrina undulata, die ungefähr halb so hoch wird wie das Becken. Rot-braun, die bleibt grün. Hinten rechts ist Sagittaria subulata, die auch gut und gerne 30 cm hoch wird, vielleicht auch 40. Die muss man wahrscheinlich am schnellsten im Zaum halten, weil die auf jeden Fall gut Gas geben wird. Und ganz da hinten steht Wallisneria nana. Die habe ich mir überlegt, sieht besonders gut aus, weil sie halt so hoch wird wie das Becken. Kann ja bis 1,20 Meter werden. Ja, die wird sehr hoch, die kann dann auch unten ein bisschen fluten, aber ich denke, die wird also von diesem filigranen Look her ein ganz gutes Gegengewicht zu der Wurzel geben, weil die ist halt sehr dick. Und die Wallisneria sehr schmal und halt hellgrün. Das gibt dann auch nochmal Tiefe. Und eben, wie ich gesagt habe, hier oben diese eine Stelle mit dem Moos. Also wir haben jetzt, wo das Wasser drin ist, gesehen, es hängt auch was ins Wasser. Also es würde jetzt nicht grundsätzlich alles absterben. Aber im Moment trocknet halt oben das noch aus. Das wird jetzt im Nachhinein noch gefixt. Und theoretisch wäre es dann sogar möglich, das Moos bis hoch wachsen zu lassen. Je nachdem, wie das dann mit diesem Schlauch funktioniert. Ist halt ein bisschen Bastelei. Ja, findest du es gut? Also ich bin zufrieden. Da fehlen die Füllsteine.
Das wird pflanzenlastig. Ich weiß, war ein Spaß. Also wir haben eine große Wurzel und die ist schon sehr dominant. Und wenn drumherum die Pflanzen wachsen. Ja, wir wollten ja auch, genau, die ja. Wurzel war so groß und sonst hättest du keinen Platz für Pflanzen gehabt. Und da das ja auch fischlastiges Becken sein soll, braucht man die Pflanzenmasse einfach. Es sollte auch nicht zu dunkel werden unten, denn die Lavasteine, also den einen habe ich ja verbaut hinten, das ist ja dieser Stützstein, die hätten jetzt auch noch reingekonnt, aber ich finde es eigentlich schade, wenn wir den Platz für die Steine verschenkt hätten, weil am Ende ist jetzt jeder Zentimeter hier rundherum, also wenn dann die Pflanzen gewachsen sind, gibt ein Gegengewicht zu der Wurzel, weil die Wurzel ist wirklich sehr dominant und sehr groß und wir haben halt nicht viel Platz. Also ich würde mal sagen, das sind hier knapp 10 bis 15 Zentimeter rundherum. Und wir hatten uns jetzt nicht für Soll entschieden, weil die Wurzel halt wirklich viel Platz wegnimmt und weil die ganze Rückwand ja aus Schiefer ist. Der Schrank ist dunkel, die Rückwand ist dunkel, die Wurzel wird dunkel. Und der Soll Kies hat wunderbar zu dem Kartoffelsack da unten gepasst in den Türen. Genau, das wäre auf jeden Fall zu dark geworden und deswegen haben wir auch gesagt, Kies ist völlig okay. Und für diese Pflanzenauswahl ist es ja auch perfekt. Man kann das hier noch absaugen mit der Mulmglocke. Es wird lange, lange stehen können. Das war ja das, worauf es ankommt. Es wird nicht so schnell neu eingerichtet werden müssen, was bei Soll ja nun nach 2, 2,5, 3 Jahren spätestens der Fall ist. Ich meine, wer weiß, wie lange es steht. Aber es kann lange stehen, so wie es jetzt ist. Und man kann auch jede Pflanze irgendwo während des laufenden Betriebs mal wieder auf Null setzen und austauschen gegen eine andere. Oder eben die Farne gegen was anderes austauschen. Das ist jetzt alles kein Problem. Die Pflanzen sind auch auf deinem Kopf. Also die Pflanzen, die Schatten sind überall im Fenster. Und du hast schöne Blätter auf dem Kopf. Wir hatten jetzt eben so eine geile Sequenz hier, wo die Sonne reingeschienen hat. Da hast du aber nicht filmen können. Na doch, ich habe eine kleine Sequenz gemacht. Ach, du hast die einzelnen. Ja, na, ich habe nur mal unten, als Wasser halb aufgefüllt war, habe ich das mal gefilmt. Und ich denke, das kann man so erahnen. Ein cooler Effekt. Es ist ein cooler Effekt auf jeden Fall. Und deswegen werden nicht pauschal Algen wachsen. Das liegt an mehreren Faktoren. Aber vor allen Dingen die Fische, die werden das feiern, wenn hier ab und zu mal die Sonne reinscheint. Und ansonsten. Selbst wenn er hat einen Tunze-Kehr-Algenmagnet. Ja, dann kann ja nichts mehr passieren. Da ist doch Meerwasser-Aquarium. Zur Not, Jalousien zu, das geht dann auch. Ja, was machen wir jetzt als nächstes? Der Filter ist schon installiert und den nehmen wir jetzt in Betrieb. Die Ein- und Ausläufe sind noch nicht die finale Lösung. Also wir haben hier die Originale von Oasa. Das ist jetzt nicht unbedingt ein Schmuckstück. Und hier ist noch eine aus Glas. Das ist sehr untertrieben. Ja, dann kommen also, dann halt die schönen aus Acryl dran von Aquario. Ohne Skimmer. Was das sein soll, also unfassbar. Ja, es funktioniert. Also ich dachte schon, die von JBL wären wirklich schlimm, aber das setzt einem die Krone auf. Die JBL sind auch grenzwertig. Ja. Wie gesagt, wird noch getauscht. Da kommen die von Aquario dran, halt die Variante ohne Skimmer. Und wahrscheinlich wird auch irgendwie noch mal ein Skimmer hier rein müssen, weil ich gehe davon aus, dass hier schon... Vergessen. Hast du den? Ich wusste gar nicht. Oh. Ja. Du hattest auf dem Schirm, ja? Hat mich gestern angerufen, sag mal, brauche ich nicht noch einen Skimmer? Ich sage, oh ja. Ja, nicht verkehrt. Mhm. Die andere Seite ist, wir könnten auch Glas-Ein- und Ausläufe nehmen und halt einen Glas-Skimmer. Das wäre natürlich die eleganteste Lösung. Das geht auch. Mhm. Ja, ansonsten halt die aus Acryl und der Filter, also dieser Biomaster Thermo, der ist installiert, also der steht schon unten im Schrank. Die einzige Modifikation war, da ist jetzt statt dem Kunststoff, diesem Helix, ist jetzt Siporax drin. Und ansonsten ist das Teil ja serienmäßig. Und jetzt kommt gleich noch die CO2-Anlage dran mit einem Aquario Neodiffusor. Und dann ist das Teil einsatzbereit und kann losgehen. Das ist er, der 350er Oase. Und er ist jetzt bis auf die untere Etage noch so, wie er ab Werk geliefert wird. Es gibt von dem Filter jetzt auch noch mal bei Gelegenheit ein ausführliches Porträt, denn ihr habt uns oft danach gefragt. Also jetzt kommen hier erstmal 3 von diesen groben Schwämmen. Und hier unten sind ja normalerweise diese Plastikkügelchen drin. Und da ist jetzt Siporax. Also das sieht aus, als wäre es schon mal im Einsatz gewesen, oder? Hast du getätet und gestreckt? Na, ich habe so eine ganz große Tonne mit Siporax im Laden. Mhm. Und so eine Eigenbedarftonne, so eine ganze Hundefuttertonne voll. Ja. Und immer wenn ich jetzt einen Filter abbaue und da ist noch Siporax drin, dann fliegt da rein. Ich das kurz durch und knall das zu dem neuen rein. Ja. Und ich habe da einen Pein jetzt rausgenommen quasi. Macht ja nichts. Braun werden die am Ende sowieso alle hier im Filter. Macht und ja nichts, kann ja jedem mal passieren. Das funktioniert schon. So, jetzt haben wir den Filter einsatzbereit. Wasser ist halt noch keins drin, das macht auch keinen Sinn, das füllen wir jetzt gleich ein. Indem er am Becken steht und wir das durch Unterdruck ansaugen. Aber ansonsten ist er jetzt eigentlich ready to go. Das ist hier alles schon vorbereitet.
Dann werden wir wahrscheinlich noch ein Schlückchen Wasser nachfüllen müssen, denn wenn der Filter voll ist, fehlt dann oben einiges. Gut, dann packe ich den jetzt hier mal wieder in das kleine Schrankfach rein. Ja, ist jetzt für mich auch Premiere. Ich habe die Anlage in der Form noch nicht im Laden. Das macht man auch nicht mit so einer Schere. Ja, das ist aber eine stylische Schere und das ist die einzige, die ich jetzt zur Hand habe. Deswegen muss die jetzt halt auch mal zum Unboxen gut sein. Den Druckminderer habe ich schon eingebaut und du hast du auch schon einlaufen? Ich habe einlaufen. Nicht sowieso. Aber nicht den. Nicht den Druckminderer. Ich habe den daheim stehen. Aber. So, wir haben eine Matruschka. Das wissen unsere Zuschauer aus dem Westen nicht, oder? Unsere westdeutschen Freunde. So, also, was haben wir hier dabei? Ja, den schönen Taifun kennt man ja noch aus den alten CO2-Anlagen. Der wird jetzt hier nicht in den Einsatz gehen. Dann nehmen wir halt diesen Neodiffusor. Wir haben die 500 Gramm Mehrwegflasche. Wir haben den Blasenzähler. Das ist alles bekannt. Das gibt es schon eine Weile. Und ist auch unverändert. Das Einzige, was jetzt hier anders ist, ist dieser Druckminderer. Und der ist jetzt kein Fuß. Und kein Fuß, genau. Der Fuß fehlt. Und ja, wir haben ihn kaputt gegangen. Ja, zerbrochen beim Transport, ne? Genau. Wir haben jetzt auch keinen Fuß. Jetzt müssen wir erstmal improvisieren. Und dann gibt es, du hast gesagt, eine Wandhalterung ist dabei, ja, ne? Also du warst eigentlich auch dabei. Ich war auch dabei, aber ich habe es vergessen. Ja. Diesen Karton haben wir die Flasche. Und ihr seht schon, die kann unmöglich stehen. Eine 2-Kilo-Flasche hat ja einen Fuß. Also da gibt es dann keinen aus Kunststoff, sondern das ist halt so aufgespeist. Also wie ich deine kenne, holt er gleich eine Baumscheibe. Ja, und wird das reingefräst. Mit einem Lochbohrer da sich gleich einen Fuß. Ja, das ist alles machbar. Ganz wichtig, wenn ihr zu Hause vor einem ähnlichen Problem steht, niemals hinlegen die Flasche, weil das CO2 hier drin ist flüssig und das vereist euch den Druckminderer und macht ihn kaputt. Deswegen immer hinstellen. Also ein Fuß muss sein. Gut, jetzt haben wir trotzdem erstmal keinen und ich zeige euch einfach erstmal, was da alles drin ist. Einen guten Dünger haben wir auch dabei. Das hat sich auch nicht geändert. Das ist eigentlich immer so als Promopack mit drin. Das ist zum Anködern. Genau, dass dann auch der Dünger immer schön nachkommt. Die Wandhalterung ist doch dabei. Die Wandhalterung ist dabei, genau. Dann können wir ja doch jetzt loslegen. Die hat aber noch nicht diese stylische Optik von den neuen Verpackungen. Die muss es vorher schon gegeben haben. Ja, die gab es vorher. Also Wandhalterung haben wir dabei, wird halt angeschraubt und dann geht das auch so. Jetzt kann ich mich auch wieder dran erinnern. Ich war zwar auch dabei, aber jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Das ist schon ein paar Tage her. Das wäre auch ein Ding, gell? Du kaufst dir so eine Anlage und kannst sie nicht benutzen. Okay. Ja, du musst dann den Fuß erstmal nachkaufen. Ein CO2-Test haben wir mit drin. Das habe ich jetzt auf dem Karton gar nicht gesehen. Das ist hier gar nicht abgebildet. Also ein CO2-Test, auch aus Kunststoff, ist auch bekannt, gibt es schon eine Weile. Und das ist der Blasenzähler. Und dann haben wir, also das einzig Interessante hier für mich, ist ja eigentlich dieser neue Druckminderer. Aber die Sachen haben hier alle neue Verpackungen. Also das ist hier so eine Extension, dass man den länger bauen kann. Ich habe den Weitwinkel so weit offen, weil ich so man sieht nicht. Ich sitze so nah vor dir, das mag man gar nicht denken, weil ich schon den Wohnzimmertisch hier im Rücken habe. Ja, ist ein kleines Studio-Setup heute. So, das ist also der neue Druckminderer. So, und was können wir hier machen? Also wir haben sowieso erstmal unsere bekannten Anzeigen. Also Flaschendruck, der sagt halt nicht viel aus. Der müsste jetzt bei knapp über 50 Bar sein, wenn sie voll ist. Und der fällt aber erst kurz vorm Ende, also kurz bevor die Flasche leer wird. Eigentlich braucht man sie nicht. Eigentlich braucht man es nicht, aber er ist halt dabei, weil irgendwie wirkt es halt professioneller. Und das ist der Arbeitsdruck. Also den Arbeitsdruck konnte man vorher bei den alten Druckminderern mit einem Imbusschlüssel einstellen. Und jetzt geht das aber hier mit diesem Drehregler. Mhm. Also du siehst schon hier Plus, Minus. Warum muss man denn überhaupt einstellen? Das ist aber, warum da so ein Riesenrad dran ist. Ja, und das ist hier und die Blaseneinstellung so klein. Jeder wird da oben drehen und versuchen sich das. Wahrscheinlich. Dein Mikro sitzt, keine Angst. Mein Mikro sitzt, okay, ich will ja nur vorbeugen. Also, warum muss man den denn einstellen? Es gibt Diffusoren oder solche Inline-Diffusoren, Atomizer, die brauchen einen hohen Arbeitsdruck. Und das funktioniert dann nicht, wenn das nur so ein bisschen da rauskleckert. Den Taifun hier juckt das nicht, weil da ist ja kein Widerstand. Aber wenn du einen anderen Druckminderer, also wenn du einen anderen Reaktor hast, einen anderen Diffusor und brauchst halt mehr Druck, kannst du jetzt hier einfach nachregeln. Und die eigentliche Einstellung, also das, was am Ende das Wichtigste ist, die Blasenzahl, das passiert hier unten. So, dieser kleine Regler. Und wenn ich mich richtig erinnern kann, hat der Jörn, unser Außendienstler, uns erklärt, dass das jetzt aus einem massiven Stück Alu gedreht ist. CNC gefräst, ne? Genau. Und es ist auch wertig, also das Teil ist schwer.
ist quasi wie eine Pfossenfelge hier oder sowas. Ja. Ich weiß nicht, ob das hat auch, eine coole Farbe. So. Ja, also das Problem mit der Undichtigkeit, das kennen vielleicht auch einige von euch, also es war der Hass bei den alten Krugmünderern, denn man hat ja im Endeffekt immer, also hier ist auch ein Imbus irgendwo genau dabei gewesen, man hat bei jedem Druckminderer, also auch bei den alten, immer die Option mit diesem Teil. Ja, was passt nicht? Kratzt das Mikro. Das Mikro, okay. Ja. Bei jedem Druckminderer kann man dieses Teil hier einfach rausschrauben, denn das ist letzten Endes nur der Adapter auf Einweg. Also du kannst, wenn die Flasche leer ist und du willst dir eine in den Schrank stellen als Reserve, auch eine Einweg nehmen und aus jedem Mehrweg auch einen Einwegadapter machen. Und das war das Problem bei den alten Druckminderern. Die sind immer, wirklich immer undicht geworden, zumindest in den letzten 2 Jahren. Und das ist ganz, ganz hässlich, diesen kleinen Dichtring, der da unten drin ist, rauszubekommen. Und das wurde jetzt aber konstruktiv bei dem neuen geändert. Also es ist jetzt eine Flachdichtung, da passiert das wohl nicht mehr. Ja. Das war wohl ein Problem, dass die das zu fest in der Produktion mit einem Akkuschrauber, was sie eigentlich nicht machen sollten, ja, angezogen haben. Und nicht wie eigentlich mit, also mit von Hand. Ne? Genau. Und deswegen wurden die schon in der, quasi war ein Produktionsfehler. Apropos anziehen, nicht mit der Zange. Deswegen haben sie jetzt auch mit Absicht wirklich kein Gewinde und nichts mehr. Was, also es ist so gemacht, dass man eigentlich nicht mit irgendeinem Schraubenschlüssel oder einer Zange ansetzt, sondern schon intuitiv das Ding festschraubt. Und festschrauben geht auch easy, denn du ziehst es an, bis Widerstand kommt. Du kannst es ja auch hier noch bewegen. Also ich mache es immer so. Ich ziehe es an, bis Widerstand kommt. Siehst du das? Ja. So, und dann halte ich das Teil fest und drehe noch ein Stück nach. Aber jetzt auch nicht brutalst fest, weil sonst knitscht die Dichtung da drin kaputt und dann musst du die dauernd wechseln. Sollte es beim Aufdrehen der Flasche noch zischen, regelt man halt noch mal ein bisschen nach. Und das machen wir jetzt direkt. Ich drehe mal auf und ich hoffe, es zischt nicht. Jetzt ich mit der Kamera ran, um den Ton aufzunehmen. Ich habe gar kein Richtmikrofon heute drauf. Aber es zischt auch nicht, also keine Angst, okay, das passt. Guck mal, wann haben wir jetzt schon, den Arbeitsdruck. Der ist jetzt schon hoch, ich habe ja gedreht und der Flaschendruck ist, wie gesagt, ein bisschen, ja, siehst du es? Jetzt kann ich es sehen, genau. Flaschendruck ist, wie erwartet, über 50 Bar und das ist der Arbeitsdruck. Mhm. Und wenn ich jetzt hier aufdrehe, also ich lasse das CO2 raus, dann fällt er natürlich erstmal ein Stück, weil jetzt kommt es ja vorne raus und ist ja kein Gegendruck mehr. Und ich kann aber trotzdem nochmal nachregeln, also das ist jetzt Maximum. Geht nicht ganz bis auf 2, ich weiß auch nicht warum, der dreht sein Messer hier bis 3 und 4 geht. Wie wenn du ein kleines Auto kaufst. Und da steht 220 auf dem Tacho. Ja, ist nur zur Deko, ne? Ja. So, also das ist jetzt die Einstellung für die Blasenzahl. Man sieht natürlich noch nichts. Und es kann ja auch eigentlich noch nicht viel rauskommen. Also das geht ja jetzt nur bis hier rein. Ich wollte gerade sagen. Die Nachtabschaltung hat ja keinen Strom. Also das lässt sie nicht durch. Und das wird dann auch gleich nochmal abfallen, wenn der Schlauch draufsteckt und hier der Stecker. Denn dann erst kommt CO2 raus. Also die Nachtabschaltung ist jetzt hier auch sehr, sehr stylisch montiert. Wirklich gut, gell? Ja. Weil da ein Gelenk drin ist. Also es sieht immer für mich aus wie bloß nicht bewegen, dass es halt nicht kaputt geht oder verschleißt, aber das macht es halt nicht. Also das Teil ist beweglich und da kommt nichts raus. Haben sie gut gemacht. Ja, also zumindest bis jetzt finde ich erstmal gut. Wir sind skeptisch, gell? Immer. Es hat uns die letzten Jahre nicht gerade wenig Probleme beschert. Viele Nerven hat es uns geraubt. Und jetzt kann ich noch nicht mehr dazu sagen, es ist ja kein Review in dem Sinn, sondern wir probieren das ja jetzt hier auch zum ersten Mal so wirklich aus im gesamten Set. Die Zeit wird es halt zeigen, aber ich denke mal, JBL hat hoffentlich die Hausaufgaben gemacht und das Teil so lange getestet, dass es auch funktioniert und nicht erst am Kunden. Ja. Gut, jetzt müssen wir noch die Wandhalterung anbauen und ich schließe mal die Schläuche an. Wir hängen den Neodiffusor rein und wenn alles glatt geht, blubbert es gleich. Wir werden zu der Anlage, wenn wir es halt getestet haben, auch nochmal ein Review machen. Genau. Und zum Filter gibt es definitiv noch ein ausführliches, denn da können wir euch jetzt nach einiger Zeit des Selbstprobierens und der läuft ja bei uns auch in beiden Läden des Testens, können wir euch da auch ein vernünftiges Feedback geben. Jetzt geht es aber erstmal um dieses Becken und die Technik ist da zweitrangig. 5 Stunden später, wir haben es schon fast vermutet und es ist wieder so, draußen ist die Sonne schon fast verschwunden, es ist dunkel geworden. Jetzt der letzte Take für euch, also das Becken ist jetzt, ja, wie eben schon, voll. Mittlerweile läuft der Filter, ohne Probleme gestartet und das CO2 blubbert hier auch schon vor sich hin. Wir haben jetzt aber festgestellt, dass es dann, wenn sowieso die Ein- und Ausläufe getauscht werden, sinnvoller ist, denn der Ausströmer sollte auf dieser Seite sein, dass wir den Zulauf zum Becken hier hinten platzieren, den Ablauf auf der gegenüberliegenden Seite, dass das CO2 dann hier schön im Kreis zirkulieren kann.
Aber es ist erstmal angeschlossen, es funktioniert. Die Installation der CO2-Anlage hat ohne Probleme funktioniert. Also es hat nichts gezischt, es hat nichts geklemmt, es ging instant los. Die Blasenzahleinstellung war total einfach. Ja, als ich den Druckmesser zum ersten Mal gesehen habe, war ich richtig, also wir waren beide, glaube ich, ganz schön geflasht. Er hat einen sehr soliden Eindruck gemacht. Das sieht richtig gut aus, das Ding. Also und das jetzt ist er verbaut und also ich würde sagen, im Moment gibt es einen Daumen hoch. Wir machen das Review, wenn er eine Weile gelaufen ist, also nicht nur der, sondern auch die anderen, weil du hast ja einen Laufen. Ich habe einen Laufen im Laden ja. und ihr habt jetzt auch einen Laufen. Also von daher passt das, glaube ich, also, ganz gut. Genau. Und jetzt ist es schon dunkel und ich habe jetzt auch beschlossen. Ich habe gerade gesehen, hier hat sich noch dieser eine Ast hier auf dem Weg nach oben gemacht. Ich habe nämlich hier noch so einen kleinen Deko-Ast, so einen Verschnitt mit reingebaut. Aber der will irgendwie noch nicht untergehen. Dann lassen wir oben schwimmen. Den lassen wir jetzt wieder unten und dann bastel ich ihn dahin, wo er hin muss. Denn ich komme hier nochmal her. Ich wollte ja die ganze Wohnung hier abfilmen. Ich habe so ein bisschen was gemacht. Es ist ja hier wirklich eine ganz tolle Dekoration mit den ganzen Pflanzen. Das Becken fügt sich wirklich gut ein. Also das hat halt gefehlt, ne? Genau. War ja jetzt auch schon eine Weile leer. Genau. Und wenn ihr sehen wollt, wie das Becken sich weiterentwickelt, ich komme natürlich nochmal und wir machen auch nochmal ein Update vielleicht. Aber dann geht mal auf den Instagram-Account von der lieben Susi. Ich blende hier mal unten ein. Irgendwas mit Sales, like, nee, was? Sue Tails in Green, Entschuldigung. Ich blende es ein, ja. Genau. Und dann könnt ihr immer schön verfolgen, nicht nur sehen, wie die ganzen Pflänzchen hier im Regal wachsen, sondern auch die jetzt die Pflanzen unter Wasser. Die anderen Bilder sind auch gut, also nicht nur das, was vom Aquarium kommt. Nee, der ganze Kanal ist wirklich, also catchy. Das ganze Profil ist wirklich sehr gut. Ja, und ich habe jetzt gerade, so nachdem du das jetzt so gerade erwähnt hast, für mich beschlossen, dass ich denke, also ich habe es ja nicht vorher gesehen, aber das Süßwasserbecken passt ins gesamte Konzept dieser Wohnung 10-mal besser als ein Meerwasser. Ja, klar. Also ich denke, das ist schon eine ganz gute Wahl gewesen, Holz, auch so von der Einrichtung. Ist, genau, hier ist ja sind überall natürliche Werkstoffe, Holz und sowas. Und die Pflanzen, das ist im Endeffekt das Gleiche. Also nur unter Wasser, ne? Nur unter Wasser. Genau. Also das ist hier alles das Emerse-Becken. Der Emerse-Bereich ist hier rundherum. Und das ist der Submerse und das ist dann hier der schmale Übergang. Der wird jetzt noch ein bisschen feucht gehalten. Letzte Info noch. Da oben steht es schon, das Becken. Ihr werdet wahrscheinlich die Frage haben. Wahrscheinlich auch wieder keiner sehen, weil die Lampen sind so hell. Also gedüngt wird es mit Aquarebell, NPK und Eisen. Und ich habe mir jetzt Folgendes überlegt. Wir machen eine Wochendüngung und zwar eine ganz, ganz geringe. Und erstmal nur die Hälfte von dem, was für das Becken vorgesehen ist. Also wenn wir von knapp 200 Litern ausgehen, wären das ja 20 ml Aquarebell Eisen pro Woche. NPK müsste ich jetzt nochmal gucken. Da kommt jetzt erstmal ein Drittel oder die Hälfte rein. Wir steigern uns ganz, ganz langsam. Denn die Pflanzen, die hier drin sind, die haben keinen so großen Hunger, der Bodendecker jetzt auch nicht. Das Einzige, was relativ schnell wachsen wird, ist die Sagittarie und die Vallisneria nana. Und aus diesem Grund haben wir die auch gewählt, denn es ist immer gut, wenn man ein Setup hat mit langsam wachsenden Pflanzen, zumindest eine oder zwei schnell wachsende Arten mit reinzupacken als Indikatorpflanzen. Denn wenn die einen Mangel haben, zeigen sie es halt gleich und alle anderen würden es viel, viel später erst zeigen und dann wäre es vielleicht schon zu spät zum Reagieren. Man hat dann halt schon Schäden an den Pflanzen und kriegt die dann nicht mehr rausgerissen. Und deswegen, also die Schäden, nicht die Pflanzen, die kann man immer rausreißen, sondern wir beugen halt vor, indem die schnell wachsenden Pflanzen sofort zeigen, wenn sie zum Beispiel einen Eisenmangel haben, dann ist ganz schnell reagiert. Und die sind der Indikator und vor allen Dingen bringen die auch die Stabilität ins Becken, denn die werden erstmal den Algen besser konkurrieren als alle langsam wachsenden Pflanzen. Ein paar kleine Schwimmpflanzen packe ich jetzt auch gleich noch mit drauf, die hatte ich nämlich noch mit. Und ansonsten denke ich, ist das ganz gut vorbereitet. Wir steigern uns mit dem Dünger ganz, ganz langsam rein, Woche für Woche. Wöchentlicher Wasserwechsel, PVC, wie wir es immer empfehlen, mit Mulmsaugen. Und 50%, denke ich, passt ganz gut. Ich gehe davon aus, dass die Algenphase sich in Grenzen halten wird. Wenn, dann denke ich mal, gibt es auch bei Instagram Updates. Ein paar Garnelen kommen rein, also du bist jetzt hier voll eingespannt und jetzt, musst jetzt unsere Zuschauer auf dem Laufenden halten, das hilft alles nichts. Der Druck wächst immer mehr. Der Druck wächst, ja. Dann nicht davor an, dass wir eine Unterwasserkamera bestellen. Ja, genau. 24/7 Livestream, das wäre doch mal was. Ja, ich würde sagen, das war's eigentlich, oder? Also wir sind durch, das Becken ist fertig. Ich glaube, wir haben jetzt gemacht, was wir machen konnten und der Rest wird jetzt von alleine passieren. Mit dem Dünger, mit dem CO2 und mit der pflegenden Hand, wie ich immer wieder sage, wird es definitiv vorwärts gehen. Es braucht eine Weile, es wächst alles eher langsam, aber dafür haben wir lange was davon. Wir verabschieden uns für heute, für dieses Video und wenn ihr wollt, schaut gerne wieder rein im nächsten Video oder eben im besagten Instagram-Kanal. Weißt du, was ich jetzt mache? Du packst jetzt deine Sachen, oder? Und fahr nach Italien. Ja. Auf die Zuffachmesse nach Bologna. Wahnsinn. Bologna, keine Ahnung.
Da, wo es die Bolognese-Soße gibt, ne? Das heißt der Ragout. Das heißt dann nur in Deutschland Bolognese. Ich weiß es nicht. Ich will jetzt nichts Falsches sagen. Aber du wolltest jetzt eigentlich nur sagen, dass du heute noch einen sehr langen Tag hast. Ich fahre jetzt noch 10 Stunden, nachdem wir 10 Stunden Becken eingerichtet haben. Naja, 5. Ich kaufe mir nicht aufgerundet. Ja gut, mit Vorbereitung, ja. Okay. Genau. Aber ich denke, wir haben genug gesagt und wir haben auch für heute genug getan. Ich mache mich jetzt auf dem Heimweg, du machst dich auf dem Heimweg und wir entlassen euch jetzt aus diesem Video und wenn ihr wollt, gern wieder im nächsten Video. Bis dahin. Ciao. Näher also zusammen. Ich bin geimpft. Nee, so gegen Grippe. Ihr seid drauf. Wir sind drauf, ja. Wo soll ich denn hingucken? In die Kamera einfach? Ja, immer in die Kamera. Ja, das da rein? Ja, da rein, genau. Okay. Außer ich rede mit dir, weil dann wäre es blöd, wenn du... Ja. Hm, Frage. Kevin, ja? Ja, genau. Das geht. Gut. Und auch nicht nach unten gucken, weil ich mich schäme. Okay. Ja, genau. Wie wenn du vorsingst, vor der Klasse. Das war, habe ich schon mal aufgesagt und nicht gesungen. Okay. Da gab es mir für einen Text können auch eine Note. So, du bist die perfekte Rampensau, gell? Also für so, die Kamera. Ja, was denkst du? Ich bin der Liebling auf Arbeit bei den ganzen Kunden. Darf ich ihn aber nicht ins Gesicht gucken. Können wir loslegen? Los geht's. Okay.